Herzlich willkommen zu einer wunderschönen Folge von Tinder in Real Life. Heute nicht alleine, sondern mit den Jungs von Tokyo Hotel. Hi. Und eine Menge toller Leute und leider auch Aaron Troschke. Und wir sind natürlich nicht hier umsonst hier, denn es gibt einen neuen Song, der heißt Bad Love. Passt zum Tinder-Game, was wir spielen. Den hört ihr jetzt gleich nochmal ganz kurz hier in der Vorstellungsrunde. Ist letzte Woche Freitag rausgekommen. Checkt das auf jeden Fall aus. Link dazu in der Infobox. Und jetzt gehen wir sofort in die Vorstellung. Viel Spaß. Hi, wir sind die vier sexy Boys von eurer Lieblingsboyband Tokyo Hotel. Und ich bin Bill. Und ich bin Gea. Ich bin Gustav, ich spiele Flöte. Und ich bin Tom und spiele gerne an mir. Hallo, ich bin der Aaron und über LaVou habe ich Miss Bella kennengelernt. Ist jetzt? Ja. Kann ich jetzt reden? Okay. Hi, ich bin Vanessa und ich habe kein Alkoholproblem. Hi, ich bin Sebastian. Ich bin hier heute mit meiner neuen Freundin, meiner Ex-Freundin. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Hallo, ich bin Jodie Calussi und als ich ein Teenager war, hatte ich eine Emo-Phase. Hallo, ich bin Jan und ich wurde vor vielen Jahren im Bällebad verlassen. Hi, ich bin Lotti. Mich kennt zwar keiner, aber flirten kann ich. Wuhu! Wir sind richtig horny. Los! Hi, ich bin Sebastian, 29. Ihr seid Hauptmann Hauptpreis. Genau. Ihr seid süß. Heute mein Hauptpreis. Oh, ich nehme ihn an. Ja. War das ein Ja? Ja, ja, weil ich bin schon. Ich nehme ja immer alles, was funkelt, nehme ich. Hallo, ich bin Jodie und früher hing euer Starschnitt in meinem Schlafzimmer. Vielleicht wollt ihr in meinem Schlafzimmer mal rumhängen. Oh. Bitte? Also ich würde ja sagen, was wollen wir uns besprechen? Also ich muss wissen, hattest du auch ein Einzelposter oder nur den Starschnitt? Ich hatte alles. Ich komme nur, wenn ich der Liebling war. Ja, natürlich. Komm, du kannst auch ein super Like geben. Ich sag ja. Oh. Hallo, ich bin der Aaron und ihr habt keinen in der Band, der richtig gut blasen kann. Deswegen würde ich euch gerne mal meine Skills zeigen. Das würde ja nicht so. Also das mit dem keiner in der Band. Da würde ich nicht drauf wetten mit dem, dass das keiner so gut kann. Ja. Also, nein, wir sind alle nicht so sexuell. Komm. Hallo, ich bin Jan und ich wollte euch fragen, gehen wir gemeinsam durch den Monsun? Ich habe auch einen Regenschirm dabei. Ich habe mit gerechnet und ich bin ein bisschen zu platt. Ich muss sagen, nein. Ja, nee. Oh. Nee. Oh. Der war zu erwartet. Hallo, ich bin Vanessa und wollt ihr mit mir durch den Monsun? Oh, auch ein Regenschirm. Nee, nicht spannend genug. Hi, ich bin Lotti. Ich mag zwar keine Lügner, aber eure White Lies höre ich mir gerne an. Nee, also ihr müsst jetzt einfach anhand der Sympathie entscheiden, wer es jetzt quasi wird, ne? Ich mag ja gern Geschenke haben. Mhm. Ich fand natürlich White Lies fand ich auch nicht verkehrt. Aber wir sind auch schon bestechlich. Ja. Was meint ihr denn? Poster ist auch natürlich gut. Ja, aber Favorite war Tom, also darum bin ich in der Mitte. Du bist in der Mitte? Mhm. Also ich muss auch sagen... Also ich bin für den Hauptpreis. Ich habe mich festgelegt. Aber das ist natürlich Loyalität hier in der Mitte. Ne? Ja. Auf jeden Fall, ihr wisst es. Gustav? Ich fand das White Lies Ding nicht schlecht. Oh naja, also. Jetzt hängt es wieder an mir. Loyalität wird belohnt, sage ich die Mitte. Komm jetzt. Hi. Ich bin Sebastian, ich habe heute leider meine Schlüssel verloren und ich habe dir... Schon mal im Herzen? Nee, also ich wollte fragen, ob ich bei dir im Tokyo Hotel, das habe ich hier mal gemalt, übernachten darf. Ah, das ist die... Der war so... Ah, im Tokyo Hotel? Nee. Nee? Ja, dachte ich mir schon. Das war so... Der ist der Klassiker, weißt du, den kennt man einfach. Hallo, ich bin Jodie und du bist zwar mein Lieblingsteilnehmer der Band, aber ich gehe freiwillig, weil ich habe so großen Respekt vor Heidi. Oh. Yeah! Hallo, ich bin der Aaron. Du hast ja gerade schon über den Stern geredet. Über uns sind tausende Sterne. Holst du mir einen runter? Fall nicht schlecht. Ja! Fall nicht schlecht. Na, also. Ich bin zwar kein Model, aber zusammen geben wir bestimmt trotzdem eine gute Figur ab. Wow, der war cheesy. Lass ihn einfach mal stehen, das für ihn. Nee. Okay. War nix. Aber ich warte immer noch auf mein Supermatch hier. Warte. Ich bin zwar nicht Heidi, aber willst du trotzdem ein Chaiti? Oh. Ja. Chaiti ist geil. Übrigens alle im Song hören. Das ist ziemlich gut. Jetzt auf Spotify. Hi, ich bin Lotti. Ich habe meine Schlüssel verloren. Kann ich deine haben? Nee. Jetzt kannst du Niveau zeigen oder keins? Andersrum. Also eigentlich mag ich kein Niveau, aber Chai Tea mit Heidi ist aktuell der beste Song, bis morgen Bad Love rauskommt. Darum, Chai Tea hat gewonnen. Danke! Hi, ich bin Sebastian und ich krieg Durchfall, wenn ich dich sehe.
Okay. Sorry, ich mag normalerweise alles im Durchfall, aber nicht beim Daten, ne? Hallo, ich bin Jodie und Gustav hat erzählt, dass du vor dem Auftritt immer aufs Klo musst. Und ich wollte dir sagen, das ist kein Problem für mich. Das finde ich lieb von dir, dankeschön, deswegen. Hallo, ich bin die Malwanne und vielleicht willst du ja mit mir mal in die Wanne. Ich bin ja eher so der Duscher, aber... Ich habe auch eine Dusche, also ich habe so einen Duschvorhang. So eine Duschwanne? Für ja, ja. Ja, ja, dann glaube ich schon. Auf jeden danke! Fall. Hallo, ich bin der Aaron und du hörst, ich habe einen trockenen Hals. Hast du vielleicht eine nasse Zunge für mich? Das ist schon ein bisschen eklig auch, ne? Direkt klären, was los ist. Ja, ja, weiß, Ich bin hin und her gerissen. Nee. Hallo, ich bin Jan. Und willst du mal einen Zaubertrick sehen? Wir beide haben Sex und dann verschwindest du. Ja, very good. Mit Zauberei kriegst du mich immer. Hi, ich bin Lotti. Wie schwer ist ein Eisbär? Ein Eisbär ist sehr schwer. Genug, um das Eis zu brechen. Ah. Ja, aber auch so ein bisschen so Oldschool-Klassik. Ja. Ja, ich würde sagen, eher nicht so. Wir haben Zauberei, die Duschwanne. Und mich. Und dich. Und du. Ich entscheide mich für die Zauberei. Mit Zauberei kriegt man mich. Ihr dürft jetzt gehen. Mimi. Okay, ich würde dann jetzt quasi kommen. Let's go. Hi. Ich bin Sebastian, ich habe eine Frage an dich. Ich weiß nicht, was süßer ist, der Muffin oder du? Oh. Ja, ich sag ja. Let's go. Den kannst du haben. Den Muffin? Perfekt. Hallo Bill, ich bin der Aaron. Hast du eine Haftpflichtversicherung? Weil du hast mir eine Beule in die Hose gemacht. Oh, Digga, nee. Ich sag ja. So, ich fand den sehr, der war sehr gut. Hallo, ich bin Jan. Ich bin Mathematiker. Ich würde dich und mich gerne addieren, unsere Klamotten subtrahieren, deine Beine teilen und dich mal nehmen. Also das Ding ist, ich hasse Mathe, aber es war natürlich sehr, sehr gut vorgetragen. Darum würde ich sagen, doch, muss ich auch ein Ja geben, ja. Das hätte ich mir gar nicht merken können, ey. Hallo, ich bin Jodie. Du hast ein Fashion-Brand, wo du so Codes gemacht hast. Ich hatte ein Fashion-Brand, wo ich so Codes gemacht habe. Vielleicht wollen wir zusammen einen Code machen? Fand ich die anderen kreativer. Hi. Hi. Ich bin Vanessa und wie du siehst, habe ich ja echt schön gemachte Haare. Wenn du mit mir ins Bett steigst, mache ich sie dir danach auch. Ich brauche doch gar keine gemachten Haare, meine sehen doch immer super aus. Ich sag nein. Hi, ich bin Lotti. Guck mal da hinten. Ah nee, sorry, das Interessanteste steht ja schon vor mir. Cute. Ich sag ja. Das ist an dir mal wieder, ne? Ah, jetzt muss ich mich noch mal erinnern. Warte mal, jetzt muss ich mich noch erinnern. Das war der Muffin, das war die Beule in der Hose. Guck, ist im Kopf geblieben. Das war die der Mathe-Trick und das war, okay, Moment. Ich nehme die Beule. Ja! Sehr gut! Hat noch nie bei ihm funktioniert. Das erste Mal, dass er damit durchkommt. Ja, das letzte Mal hat es bei Enscope geklappt, weißt du? Siehst du, ich bin unanständig. Hi, ich bin Sebastian, ich bin gelernter Analyst. Und du stehst heute bei mir ganz hoch im Kurs. Ja, der war nicht schlecht, aber nee. Aber wie nee? Da ist ein Kuss drauf. Ach, den habe ich nicht gesehen. Nee? Nee. Perfekt. Hallo, ich bin der Aaron und ich bin riesen Fantasy-Fan. Ich liebe kleine, dicke Hobbits und deswegen bist du mein Typ. Ja. Hättest du das mit den behaarten Füßen noch erwähnt, dann wäre okay gewesen, aber so nicht. Hallo, ich bin Jodie. Ich mache seit einem Jahr Sport. Willst du mal auf meinem Ass trommeln? Der war nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der war so direkt, und der war okay, weißt du? Ja, doch, kann man hier machen. Oh, das sieht auch schon wieder gut aus. Ich bin Jan und ich habe gerade diesen Mann zum attraktivsten Typen im Raum kuriert. Du bist der Hauptpreis und mein Gewinn, oder dein Gewinn eher gesagt, ist eine Nacht mit mir. Aber du hast ja was, womit du Spaß haben kannst. Hi, ich bin Vanessa und du bist wie mein Lieblingswhisky. Süß, weich und volljährig. Der ist auf jeden Fall drin. Der war gut. Hi, ich bin Lotti. Bist du aus Tschernobyl? Deine Ausstrahlung ist der Wahnsinn. Der ist schon hart an der Grenze. Nee, den kann ich hier gelten lassen. Sorry. Dann beide gut, aber mit Saufen kriegst du mich immer. Ich hab's voll, das wusste ich.
Das war's von diesem wunderschönen Video. Checkt auf jeden Fall gerne den Song aus. Alle Links sind natürlich dazu in der Videobeschreibung. Ebenso auch alle Leute hier verlinkt. Aaron, bei dir weiß ich es noch nicht. Ja. Wieso warst du bei der Abmoderation nicht dabei? Ich war zu klein. Perfekt. Also in diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall alle Socials gerne aus. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh,